Heute wollen wir mal einen Blick in das neue Produkt, in das Synology-Paket Active Backup für Office 365 schauen. Ich habe mir das Paket bereits über das Paketzentrum installiert. Die Installation läuft wie gewohnt bei dem Synology-Server über den Assistenten, der am Schluss, am Ende bei der Einrichtung dann eine Verbindung zu dem Server von Microsoft zu dem Office-Produkt herstellen möchte, wo man sich einmal authentifizieren muss, damit die Benutzerliste aus dem Office 365 geladen werden kann. So, ich habe hier mal Office 365 und Zielsetzung ist es halt eben hier, dies OneDrive bzw. auch das Outlook entsprechend dann zu sichern. Genauso ist das der Plan. Dazu gehe ich mal zurück in die Synology bzw. gehe dann mal hier raus und schau mir dann mal hier das Produkt Office 365 Active Backup einmal genau an. Ich habe das schon eingerichtet, wie man sieht, und ich habe hier auch schon mal extra ein paar Fehler produziert, denn ich habe hier tatsächlich 6 Benutzer eingerichtet. Das dürfte nicht ganz stimmen. Also deswegen habe ich das Ganze jetzt noch mal ganz kurz wieder gelöscht. Das heißt also, wenn wir das Active Backup installiert haben, dann sieht das Ganze so aus. Wir gehen zuerst in die Aufgabenliste und erstellen uns hier eine neue Aufgabe. Hier kommt dann die Frage, welches Office 365 möchte ich denn gerne sichern? In meinem Falle standardmäßig ist es hier das Office 365. Dann muss ich mich einmal kurz hier einloggen und muss hier die entsprechenden Berechtigungen akzeptieren. Das tue ich jetzt an dieser Stelle und bekomme auch hier die Information, dass in Zukunft meine Synology hier auch Zugriff auf das Office 365 haben wird. So, und dann geben wir der ganzen Sache nochmal einen kurzen Namen: Active Backup für das MS Office 365. Direkt bei der Installation hat das System auch automatisch hier einen Ordner mit angelegt, einen freigegebenen Ordner, der da heißt Active Backup. Das werden wir auch sofort benutzen. Und hier kann ich nun festlegen, welche Informationen ich gerne sichern möchte. Hier haben wir nochmal die Benutzerliste. Hier kann ich anlegen, was ich denn von wem sichern möchte. In meinem Falle jetzt hier möchte ich mal wirklich nur ein oder zwei Konten sichern und da auch tatsächlich nur hier Kontakte könnte ich noch mit anklicken. Ja, Laufwerke möchte ich nicht alle haben, möchte auch nur das Laufwerk haben hier und auch das Laufwerk von ihm. Gleichzeitig schalte ich hier nochmal das Active Backup für Office 365 Portal ein. Das ist ganz wertvoll, denn dann kann der Benutzer sich auch über das Portal nachher auf die Synology einloggen und hat so Zugriff auf das Archiv, auf das Mail-Archiv bzw. auf das komplette Office-Archiv, was hier gleich eingerichtet wird. Als nächstes muss ich festlegen die Versionssteuerung, also sprich die Richtlinie, die Sicherungsrichtlinie. Ideal wäre natürlich hier eine kontinuierliche Datensicherung. So würde bei jeder Änderung auch hier automatisch wieder ein Backup durchgeführt. Ich mache das mal nicht. Ich möchte hier einen Zeitplan durchführen. Ich werde hier einfach mal den Zeitplan umstellen. Und zwar möchte ich das Ganze gerne nur am Wochenende und zwar am Sonntag. Und da möchte ich das Ganze halt eben morgens um 10 Uhr ausgeführt haben. Das kann ich hier festlegen. Und lege auch hier gleichzeitig fest, dass nicht alle Versionen aufbewahrt werden, sondern ich möchte hier maximal 30 Versionen festlegen. Das reicht mir vollkommen. Dann kommt zum Schluss noch mal eine Zusammenfassung der Aufgabenzusammenfassung hier. Und danach wird die Aufgabe ausgeführt. Im nächsten Schritt wird er sofort auch mit der Aufgabe beginnen. Ich habe mich ja gerade erfolgreich schon mit dem Office 365 verbunden. Das heißt also, jetzt hier kann ich also schon sehen, dass die Datensicherung gerade stattfindet. Hier unten in dieser Tabelle hier unten sehe ich, okay, ich habe ein Laufwerk, E-Mail habe ich noch gar kein
Und Kontakt habe ich auch keinen und Kalender habe ich auch keinen. Das heißt, ich muss also noch mal einen Augenblick warten, bis auch hier endlich die Aufgaben hier für E-Mail, jawohl, und auch die Aufgaben für die Kontakte endlich abgeschlossen sind. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ich warte das mal eben ab und melde mich dann gleich wieder zurück. So, es ist jetzt soweit. Nach wenigen Minuten war das System dann auch tatsächlich fertig. Und ich sehe jetzt hier unten auch dann, welchen Status meine Sicherung zurzeit gerade hat. Ich habe also hier zweimal das Laufwerk oder von zwei Benutzern das Laufwerk OneDrive gesichert. Ich habe von zwei Benutzern hier die E-Mails gesichert. Von den Kontakten wollte ich eigentlich einen Benutzer sichern. Allerdings gibt es da einen Fehler. Müssen wir gleich nochmal schauen, was da für ein Fehler gewesen ist, beziehungsweise was für eine Warnung da gewesen ist. Und ich wollte von einem Benutzer den Kalender sichern. Auch das scheint funktioniert zu haben. Ich schaue mir das Ganze nochmal im Detail an, hier oben. Und sehe, okay, da gab es einen Warnhinweis. Das heißt, hier sind die Kontakte sind nicht geladen worden. Und zwar einfach deshalb, weil dort keine Kontakte verfügbar sind. Man kann auch hier nochmal, wenn ich hier auf die Bearbeiten gehe, dann kann ich das Ganze hier auch nochmal kontrollieren, den Auftrag, den ich erstellt habe, und kann auch jetzt hierher gehen und sagen, okay, bei dem Frank, da gibt es gar keine Kontakte, dann können wir uns das eigentlich auch sparen für die Zukunft und kann das hier nochmal bestätigen. Somit sollte das in Anführungsstrichen gleich auch dann ordentlich funktionieren. Die Sicherung habe ich ja auf Automatik eingestellt. Ich kann natürlich auch genauso gut hergehen und sagen, hier die Sicherung einmal direkt ausführen. Bei den Aktivitäten würde ich dann sehen, wenn eine Sicherung noch läuft oder was immer gerade auch läuft. Und ich habe hier das Protokoll. Da kann man genau sehen, welche Informationen oder welche Aufgaben bereits abgeschlossen oder aber halt eben auch nicht abgeschlossen sind. Und zum Schluss haben wir noch hier unten die Lizenz. Im Augenblick ist das Office 365 zwar schon ausgerollt und aus der Beta-Phase wurde entlassen worden, deswegen ist es hier halt eben mit 10 Benutzerlizenzen im Augenblick noch kostenfrei. Das wird sich aber dann im Jahre 2019 spätestens ändern. So, dazu wechsle ich jetzt einfach mal in das Active Backup Portal. Ich öffne das hier mal über die Synology, über die Cloud, über die Disk Station und wechsle hier mal den Benutzer, den ich auch gesichert habe, in meinem Falle meinen eigenen Benutzer und sehe auch hier schon, ich bin sofort in dem Drive, in dem Microsoft Drive und hier kann ich das auch tauschen. Hier kann ich auch die Ansicht umstellen, zum Beispiel die Ansicht auf die E-Mails. Da wollte ich nicht hin. Oder halt eben hier. So. Hier habe ich also meine E-Mails, die ich also hier sehen kann. Hier habe ich auch meine Archive zum Beispiel oder meine gesendeten Elemente, meine gelöschten Elemente, Posteingang, Postausgang und so weiter. Hier habe ich also die Möglichkeit, meine archivierten E-Mails anzusehen als Benutzer und kann auch hier unten dann in der Zeitskala, in der Sicherungszeitskala, kann ich hier natürlich auch hin und her springen, sobald ich mehrere Sicherungen eingerichtet habe, beziehungsweise mehrere Sicherungen durchgelaufen sind, dann kann ich natürlich auch hier in dieser Zeitskala hin und her springen und mir die Sicherungen entsprechend hier ansehen, beziehungsweise meine gesicherten E-Mails auch von hier aus dann wiederherstellen. Das Wiederherstellen geht eigentlich auch ganz einfach. Ich klicke hier einfach mal doppelt auf eine E-Mail. Ich sehe hier dann den Inhalt dieser E-Mail und kann dann hier über diesen Schalter wiederherstellen, die Datei wiederherstellen. Das mache ich jetzt mal nicht. Im Moment brauche ich das nicht. Aber ich könnte natürlich auch genauso gut hier über den Schalter exportieren, die Datei auf meinen Computer herunterladen und dann dieses EML-Format, klassisches Outlook-Format, mit Outlook wieder öffnen. Ja, ich mache das jetzt mal nicht. Ich möchte das jetzt nicht. Sondern es wollte ja nur mal ein Beispiel exemplarisch darstellen. Ja, das war eigentlich so der erste Eindruck. Vielleicht nochmal ganz kurz hier zur Administration. Hier oben haben wir die Möglichkeit zwischen den Benutzern
also die Ansichtsrolle zwischen den Benutzern umzuschalten. Je nachdem, in meinem Falle jetzt hier bin ich als Administrator eingeloggt. Deswegen habe ich hier Zugriff auf alle Konten. Wenn der Benutzer sich natürlich selbst einloggen würde, zum Beispiel der Benutzer Technik hier unten, würde er natürlich diese Funktion nicht haben. Aber dennoch hätte er die Möglichkeit, logischerweise hier über den Schalter hier oben zwischen den einzelnen Ansichten innerhalb der Sicherung hin und her zu schalten, also sprich auf das Laufwerk, sprich also hier auf das Microsoft Drive, auf die E-Mails, auf seine Kontakte oder auf seine Kalender. Mehr ist eigentlich an dieser Stelle nicht zu sagen. Hier oben haben wir noch die Informationen über den Benutzer, der gerade über das Office angemeldet ist. Das bin ich im Augenblick selbst. Bleibt also dabei. Hier war der erste Eindruck für das Office 365 und für das Active Backup Office 365 Portal.